Mein Name ist Michaela Jung, ich bin Senior Consultant bei den Syncon International Franchise Consultants. Meine Kernkompetenz ist das Thema Know-how-Dokumentation auf nationaler Ebene, das Schreiben von Franchise-Handbüchern und auf internationaler Ebene die Erarbeitung von Master-Manuals. Franchising ist in der Kurzdefinition Partnership for Profit, also gemeinsam miteinander mehr zu erwirtschaften und erfolgreicher zu sein. Dafür braucht es als Voraussetzung den Know-how-Transfer von dem Franchise-Geber auf den Franchise-Partner. Und um diesen Know-how-Transfer sicherstellen zu können, muss das Know-how des Franchise-Gebers, also seine Erfahrungen, seine Tipps, seine Erfolgsfaktoren in der Know-how-Dokumentation niedergeschrieben sein. Franchise-Vertrag und die Know-how-Dokumentation ergänzen einander. Das heißt, die Hauptleistungsverpflichtungen, die sogenannten Rechte und Pflichten der Partnerschaft für den Franchise-Partner genauso wie für den Franchise-Geber sind im Franchise-Vertrag geregelt. Das konkrete Anwendungs-Know-how, das heißt die Handlungsanleitungen, was ist wie zu tun für den Franchise-Partner, haben keinen Platz im Franchise-Vertrag, sondern gehören einerseits eben in das Franchise-Handbuch und in ein ergänzendes Intranet. Die Know-how-Dokumentation ist das Fundament für den Know-how-Transfer. Einerseits wird sie herangezogen als Basis für die Grundausbildung des Franchise-Partners und seiner Mitarbeiter, wo der Franchise-Partner all das lernt, was er wissen muss für seinen täglichen Erfolg an seinem Standort. Gleichzeitig wird die Know-how-Dokumentation aber auch eingesetzt beim Erfahrungsaustausch, bei Meetings und auch als Nachschlagewerk für den Franchise-Partner in seiner täglichen Arbeit, immer ergänzt um die Instrumente, um die konkreten Tools, die der Franchise-Partner und die Mitarbeiter brauchen im Tagesgeschäft und das im Intranet eingestellt. Ja, das ist eine der großen Herausforderungen im Franchising. Was ist zu tun, damit das Franchise-Handbuch nicht im Regal steht, verstaubt und wenig gebraucht und genutzt wird? Der Franchise-Geber hat ja sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld in die Entwicklung der Know-how-Dokumentation gesteckt. Sein ganzes Wissen steckt da drinnen und es ist seine Aufgabe, sicherzustellen, dass dieses Know-how vom Franchise-Partner verstanden und auch gelebt wird, systemkonform umgesetzt wird. Und dazu braucht es eben mehr als wie ein dickes Handbuch. Wir wissen das vielleicht alle selbst aus unserem Privat- und aus unserem Arbeitsleben, dass YouTube eine Suchmaschine mittlerweile geworden ist, die nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist. Und dass wir Menschen uns alle gerne Videos anschauen, Erklärungsvideos, Tutorials, wo uns konkret gezeigt wird, wie etwas zu tun ist. Und auch das erwartet in einer Zeit der Digitalisierung der Franchise-Partner von seinem Franchise-Geber. Also in meiner Erfahrung und in der Beratung mit unseren Kunden erlebe ich, dass wir derzeit in einer Übergangsphase uns befinden. Das heißt, wir Menschen tendieren einerseits dazu, ganz, ganz viel online uns Wissen anzueignen, zu lesen und zu lernen. Und gleichzeitig braucht es aber auch manches Mal noch das ausgedruckte Papier, wenn wir sehr konzentriert zum Beispiel an etwas arbeiten. Und das wäre auch meine Empfehlung an Franchise-Geber. Einerseits ein kurzes und knackiges Buch der Franchise-Partnerschaft zu entwickeln oder die bestehende Know-how-Dokumentation darauf zu verkürzen, wo all die Elemente eines Franchise-Systems niedergeschrieben sind, die das Fundament darstellen und deswegen auch wahrscheinlich sich wenig verändern werden. Also alles rund um die Strategie, um das Konzept, um die Philosophie eines Franchise-Systems und das in einem sehr hochwertigen Buch der Franchise-Partnerschaft niederzuschreiben und dem Franchise-Partner dann auch bei der offiziellen, sozusagen nicht bei der Vertragsunterzeichnung, aber bei der offiziellen Zeremonie herzlich willkommen im Franchise-System zu übergeben. Was es dazu ergänzend dann braucht, ist ein intelligentes Intranet, dass all die detaillierten Prozessbeschreibungen, die erfolgsrelevanten Handlungen so detailliert Step für Step da
darstellt und idealerweise auch Video unterstützt, dass der Franchise-Partner und seine Mitarbeiter in kleinen Einheiten den Know-how-Transfer vom Franchise-Geber übertragen bekommen.